organization over here, Whispering Style, in the corner to my right. Ich möchte mit einer Bemerkung anfangen, als wir im Sinne von Film, Film gesehen haben. Das ist jetzt schon etliche Wochen her. Da habe ich dann nachher gedacht, kann das eigentlich sein? Wir haben hier Kulissen, die sehen aus wie aus irgendeinem Tim Burton-Film. Man konnte sie sich kaum wilder vorstellen. Wir haben Leute, die aussehen wie mit in extremster Kostümierung. Und wir haben Menschen wie du und ich, die tagtäglich mit Materialien umgehen, von denen sie ganz genau wissen und das ja auch in ihrem Film sagen, ein Millionstel Gramm reicht, um Lungenkrebs bei jemandem auszulösen und ein Kilogramm reicht vielleicht, um die ganze Menschheit auszulöschen. Und das alles inmitten von mehr oder weniger blühenden Landschaften. Warum gibt es eigentlich so wenig Filme über dieses Thema und wie sind Sie darauf gekommen zu sagen, nach so vielen Jahren, wo es das alles gibt, das ist jetzt der Moment, wo ich mich dieser Thematik, dieser Architektur, diesem Wahnsinn, wenn ich das mal so sagen darf, annähre als Filmemacher? Naja, vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage. Das war wirklich ein großer Grund, dass ich da unbedingt rein wollte mit dem Film in die Anlagen, eben weil es bei mir, also mir ist auch keine richtige filmische Dokumentation oder richtiger Dokumentarfilm zu dem Thema hier in Deutschland untergekommen bisher. Beziehungsweise das Thema, zum Thema natürlich schon, weil man kann es ja aus vielen Perspektiven betrachten, aber also mir war es ganz wichtig, mit dem Film in den Atombetrieb reinzugehen, die Menschen zu zeigen, die Räume sichtbar zu machen, in dem der Betrieb stattfindet, den Alltag zu zeigen. Und das waren ja dann letztendlich auch viele Entdeckungen, die Sie jetzt schon aufgezählt haben, was von den Kulissen so, also weil ich persönlich war vorher vor dem Film, also oder vor der Recherche nie in so einem Betrieb und es gibt immer viele Gründe, warum man dann ausgerechnet jetzt dann anfängt, darüber so einen Film zu machen. Aber es war was, was mir eben gefehlt hat, dass es dazu keine Betrachtung gab. Ich wollte, es waren aber auch so Sachen, dass ich mehr oder weniger zufällig eine Begegnung mit der IAEA in Wien hatte, die da auch in dem Film, in der Mitte des Films zu sehen ist, die Internationale Atomenergiebehörde. Und ich war unheimlich beeindruckt, einerseits eben von den Kulissen, die ich da gesehen hatte, von dem Habitus, der da geherrscht hat und auch von der Größe und dem Kontrollapparat, was sich da vor meinen Augen Kontrollapparat, wir haben es ja auch an mehreren Stellen gesehen, was für wahnsinnige Kontrollmechanismen da eigentlich sind. Man wartet ja im Kernkraftwerk nicht auf einen Filmemacher, der vorbeikommt und sagt, ich möchte euch mal bei der Arbeit filmen. Wie haben Sie es denn geschafft, da reinzukommen? Naja, ein Punkt war sicher, dass wir als Filmemacher oder Dokumentarfilmer gegenüber den Betreibern aufgetreten sind, nicht als Journalisten. Da hätten wir es wahrscheinlich wesentlich schwieriger gehabt, weil da herrscht großes Misstrauen in der Berichterstattung. So, und die Betreiber fühlen sich immer völlig falsch verstanden oder auch falsch dargestellt. Und ja, wir haben natürlich auch etliche Gespräche geführt. Das geht über die Konzernzentralen hin zu den eigenen Kraftwerken. Und es war schon ein langer Vorbereitungsprozess und auch das Besuchen der Anlagen vorher, um da auch so eine Vertrauensbasis zu schaffen. Weil man muss schon darüber klar sein, wenn man in diesen Kontrollbereichen dreht, also in den Bereichen, wo Strahlung oder Kontamination da ist, es ist sehr aufwendig, man muss durch etliche Schleusen durch, es muss alles gemessen werden und auch beim Rausgehen wieder freigemessen werden. Und
man muss von mehreren Leuten begleitet werden, die auf einen aufpassen, dass man auch sich nirgendwo zu lange aufhält. Dass man nicht, dass man quasi unter den erlaubten oder innerhalb der erlaubten Strahlendosen quasi auch bleibt. Sie haben ja zusammen das Drehbuch geschrieben, zumindest steht da Drehbuch. Was kann man sich vorstellen unter so etwas, wo Sie sind ja jetzt nicht Nuklearexperte, sondern haben sich wahrscheinlich der Materie auch so langsam angenähert. Wie entsteht denn ein Drehbuch, ein Konzept, ein Treatment oder wie immer man das nennt, zu einem Film, der vor allem mit etwas sich beschäftigt, was Sie ja vorher vielleicht auch gar nicht so genau sehen konnten? Ja, also ich sag mal, die Herangehensweise oder das, was mich dann auch beim Reingehen interessiert hat in diese Betriebe, war natürlich schon diese Ambivalenz zwischen der Faszination der einzigen Utopie, der Kraft, die hinter dieser Technologie steckt, also diese physikalischen Kräfte und andererseits dazu natürlich auch die Bedrohung, also das Risiko, mit der diese Technologie zu kämpfen hat. Und dann, was wäre jetzt nochmal die... Ja, wie bereitet man sich auf den Film vor? Ja, Drehbuch, das hat irgendjemand geschrieben. Eigentlich ist es ein Konzept oder so, was man da hat. Und man macht halt wirklich, also man muss sich sehr ins Material einarbeiten und dann entsteht letztendlich, also am Anfang steht da eine kleine Idee und aufgrund von einer Recherche und einer intensiven Auseinandersetzung, dass man viel Archivmaterial, es gibt eine extrem reiche Quellenlage natürlich zu dem Thema und daraus erarbeitet man dann eigentlich so ein Konzept, was mir hier wichtig war, dass ich mich nicht auf einen Ort konzentrieren wollte, sondern ich wollte schon ein Panorama haben von dieser Technologie, um irgendwie auch die Reibung in sich dann zeigen zu können zwischen dem teilweise surrealen Dingen, die da entstehen, die im Rückbau liegen oder die auch in den Problematiken des Abfalls drin sind. Und dann haben wir jetzt noch was zu sagen. Oder? Also es gab schon auch gerade am Anfang eine Phase bei der Erarbeitung des Themas, wo man das Thema vielleicht auch darauf abklopft, ob das Thema